Mein Freund ging an einen steilen Abhang hinunter, rutschte aus, schlug sich dabei in die Hose und brach sich das Schulterblatt. Meine Stiefmutter ist in der Waschmaschine, Zack. Daddy, ich habe gesündigt. Wie kann ich helfen? Hallo. Nein, falsch. Meine Beichte ist... Falsch, Vater, ich habe gesündigt. Ich habe gesündigt. Vater, ich habe... Ja, komm, nochmal von vorne. Wir versuchen das nochmal von vorne. Also. Ich habe gesündigt, dass ja. ich in der Grundschule meinem Lehrer Limo über sein Kissen gestäubt habe und dann, ja. Über welches Kissen? Und wie hast du Limo über ein Kissen gestäubt? Das war vorhin produktiver. Ah, also wir hatten Limo? Ja. Und wir haben die Flasche geschüttelt und dann haben wir sie den Lehrer ins Gesicht gespritzt. Ich war ein bisschen aufgeregt. Und hast du mittlerweile einen Abschluss? Ja. Was für einen? Realschule. Das ist doch schon mal nicht verkehrt. Wie geht's jetzt weiter für dich beruflich? Ich hab gedacht, so Schreiner. Mhm. Ja, das passt. Nee, das ist gut. Dann wünsche ich dir da alles Gute und lass es mit den Lehrern. Dir sei vergeben, mein Sohn. Ja. Der ist komplett lost gewesen. Komplett. Wie kann ich helfen? Vater, ich habe gesündigt. Ja! Ja! Gut gemacht, Entschuldigung. Wie kann ich helfen? In der vierten Klasse gab es ein kleines Missverständnis. Ein Missverständnis? Sozusagen, ja. Mhm. Damals war ich noch nicht sehr aufgeklärt über diese eine Sache. Über welche Sache? Red offen mit uns. Den... Wie soll ich es erklären, Vater? Eines deiner Lieblingsthemen, nehme ich an. Die Bibel? Sozusagen, ja. Okay. Ein Freund und ich... haben dasselbe Mädchen bevorzugt. Mhm. Dann kamen wir auf die wundervolle Idee, ihr einen Brief zu schreiben. Mhm. In diesem Brief stand dann, mit wem von uns sie es gerne lieber, ja, die Bibel lesen würde. Mhm. Und? Diesen Brief haben wir aufbewahrt in einer Box in der damaligen Mittagsbetreuung und wollten ihn am nächsten Tag dann abholen und weitergeben. Okay. Das Problem dabei war, der Zettel war am nächsten Tag verschwunden. Oh nein. 2 Wochen später fand der Zettel sich wieder. Mhm. Nur leider nicht bei uns. Oh nein, sondern? Bei einer Erzieherin. Oh nein. Und wurde dann laut vorgelesen. In meinem Anwesen. Okay, und... Ja. Habt ihr dann gemeinsam mit der Frau die Bibel gelesen? Nein, zum Glück nicht. Zum Glück nicht, weil ihr wart ja auch erst in der vierten Klasse. Ja. Das ist das Gute. Dann würde ich an der Stelle sagen, Big F an, also das tut mir natürlich leid und top Erziehungsmaßnahme von der Lehrerin, wirklich. Genauso handhabt man das mit Kollektivstrafen. Ich wünsche dir da alles Gute und da vielleicht das nächste Mal einfach auf Snapchat schreiben, ne? 187. Ah, Ninjaring Place. Okay, interessanter Name. Grüße Sie, Vater Revinside. Ich habe gesündigt. Ich auch. Sehr schön. Ja. Und zwar, ich beichte, also ich weiblich 23 beichte, dass mein Freund zu mir fahren wollte. Mhm. Mein Freund musste dringend kacken und er hielt an der Balkbucht an. Mein Freund ging an einen steilen Abhang hinunter, rutschte aus, schlug sich dabei in die Hose und brach sich das Schulterblatt. Später rief er mich an, erzählte mir das und ich lachte ihn elendig aus. Ja, wie geht's deinem Freund jetzt? Sehr gut. Dadurch, dass er sich das Schlüsselbein, also Schlüsselbein sage ich schon, das Schulterblatt gebrochen hat, habe ich durch die Corona-Zeit zu ihm dürfen. Also irgendwo hat es auch was Gutes gehabt. Da sieht man mal wieder, unser Gottes Wege sind unergründlich und irgendwo findet man immer wieder zusammen. Ja, das ist doch schön, dass ihr dann da jetzt, sag ich mal, wieso hat der nicht gewartet, bis er auf einer Raststätte ist? Es hat irgendwie alles zugehabt, das war der erste Lockdown, weil er wohnt in Bayern und ich wohne in Tirol, beim schönen Innsbruck, wo du schon mal warst. Mhm. Und er wollte eben zu mir fahren. Ja. Und er hat nichts mehr offen gehabt, kein Klo, nichts mehr. Ach so. Ja, nee, das ist interessant. Dir sei vergeben fürs Auslachen deines Freundes und ihr habt doch immerhin näher zueinander gefunden. Ganz liebe Grüße an ihn und alles Gute für die Zukunft wünsche ich euch. Dankeschön. Vielen Dank für deine Zeit, Vater Revinside. Gern geschehen, dankeschön. Mach's gut. Wie kann ich helfen, Niklas? Okay, Daddy. Nein, das ist nicht, es ist nicht Daddy. Es ist Vater, ich habe gesündigt. Es ist nicht Vater, Daddy. Vater, ich habe gesündigt und ich respektiere ihren Drip. Okay, danke. Okay, also ich finde wirklich die Gold Cuban Link, die steht ihm wirklich gut, ja. Das ist eine silberne Cuban Link und das ist auch einfach nur ein Kreuz. Aber was ist deine Beichte? Okay, also es geht quasi darum, dass es gerade noch live ist, so. Ja. Und ich muss einfach jetzt ihren Rat wissen, so, weil ich kam gerade nach Hause. Ja. Und ich wollte gerade Wäsche machen und ja, jetzt ist halt meine Stiefmutter in der Wasche. Bitte? Meine Stiefmutter ist in der Waschmaschine, Zack. Deine Stiefmutter steckt in der Waschmaschine fest.
Ja, da kann man doch nur sagen, da würde auch ich als tatsächlich Priester, der in völliger Abstinenz lebt, mich nicht lumpen und sagen, hoch den Humpen und rein in die Masse. Niklas, auch dir sei vergeben, wenn du deine Stiefmutter, die in der Waschmaschine versteckt, wegballerst. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei. Ich wünsche alles Gute, Dankeschön. Und jetzt rein in die Masse. Alan, der Kurde, wie kann ich dir helfen? Vater, ich habe gesündigt. Alan, was hast du getan? Ich und mein Freund in der Schule, in der 4. Klasse. Mhm. Wieso alle in der 4. Klasse, Jungs? Da stimmt doch irgendwas nicht. In der 4. Klasse macht man sehr viel Palaver. Auf jeden Fall. Wir hatten einen Streitschlichter und wir sind immer am Ende der Pause dorthin gegangen, weil wir keinen Bock auf Unterricht hatten. Auf jeden Fall, okay. Wir hatten keinen Bock auf Unterricht und da haben die immer... Kommst du klar? Ja. Warte. Voll am Sturz. Kommst du klar? Geredet, hallo? Dass wir sowas nicht machen dürfen. Wir haben uns aber davor gekloppt. Ja. Und danach sind wir zum Lehrer gegangen. Haben gesagt, wir waren bei der Spielausleihe und haben unsere Sachen abgegeben. Und das ist halt Lügen. Wir haben sehr oft gelogen. Und ich habe mich sehr oft am... ich habe mich ans Lügen gewöhnt. Das hat mein ganzes Leben verändert. Ich kann nicht mehr die Wahrheit sagen. Ja, chillig, Bro. Was soll ich sagen? Lügen ist eine der 7 Sünden. Das ist dir hoffentlich bewusst. Okay. Hast du denn gerade überhaupt die Wahrheit gesagt oder hast du gerade auch gelogen? Also, der Ende war nur gelogen, dass ich immer lüge. Aber das war wirklich wahr, dass man streichelt dann so. Das heißt, du lügst nicht immer? Nee. Das war nur dort so, in der 4. Klasse am meisten. Aber jetzt hast du das Lügen dran gegeben. Dann ist doch gut. Dann wünsche ich dir weiterhin alles Gute deinen Sünden. Diese eine Lüge sei vergeben. Und ich wünsche dir später alles Gute im weiteren Leben. Wie kann ich helfen? Daddy, ich habe gesündigt. Vater, ich habe gesündigt. Und zwar folgendes. In der 8. Klasse war ich mit einem Kollegen unterwegs. Da saß so ein Opa in dem Garten im Sommer noch, war das. Und ja. Dann ich hatte halt so tschechische Böller dabei, ne? Und dann habe ich den Böller in den Garten reingeworfen und dann ist der uns mit dem Auto nachgefahren. Ja. Und dann hat er auch hinterher gehupt und so und dann hat er die Polizei gerufen und von Weitem konnten wir halt dann noch die Polizei sehen, aber wir sind entkommen. Das heißt, du hast quasi fast den alten Mann in die Luft gesprengt. Ja, richtig. Kann ich noch eine Beichte sagen? Nee, lass lieber stecken, Digga. Ich glaube, du wirst jetzt schon wegen Kriegsverbrechen angezeigt. Aber... nee, lass gut sein, aber, Bro. Nee. Aber die ist wirklich gut. Okay, eins noch. Okay, also. Das war auch in der 8. Klasse. Da war so ein Geld... Wie sagt man in Österreich? Ein Geldbörsel. So, da Portemonnaie. Waren 70 Euro drinnen. Portemonnaie. Ja. Da waren 70 Euro drinnen. Und das haben wir halt gefunden. Und dann haben wir das unter 3 Kollegen aufgeteilt. Ja. Und dann sind wir zum Lehrer gegangen, haben das Geldbörsel abgegeben. Und dann haben wir sogar noch am nächsten Tag Lob bekommen, weil wir das abgegeben haben, obwohl wir das ganze Geld rausgenommen haben. Das sind meine 2 Beichten. Für die erste Beichte kann ich dir vergeben. Für die zweite Beichte hast du einfach alles richtig gemacht, Bro. Du hättest normalerweise noch Finderlohn nehmen sollen, aber ansonsten echt top. Mach weiter so, du bist auf dem richtigen Weg, mein Sohn. Danke dir. Dann mach's gut, ciao. Wiedersehen. Ja, wenn ihr mehr davon sehen wollt, Daumen nach oben und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.